Fünf Lektionen aus den Landtagswahlen, über die zu wenig geredet wird. Die erste Schockstarre lässt bei den meisten zwar gerade nach, aber das Ergebnis bleibt. Das erste Mal seit 1933 gewinnen Faschisten eine Wahl in Deutschland. Und die Schuldzuweisungen in den Medien, die bestehen gerade aus Ampelbashing oder Kritik am Rechtspopulismus der Union. Aber diese fünf Beobachtungen, die sollten wir nicht übersehen. Erstens, die CDU hat die Wahl verloren und irgendwie hat es keiner gemerkt. Die CDU tut ja gerade so, als wäre ihr Regierungsauftrag ein Wahlgewinn und eine Kampfansage an die Ampel. Aber im Gegenteil, auch die CDU hat in beiden Landtagen eine Niederlage eingesteckt. Nur 1,9% Zugewinn an Stimmen in Thüringen und sogar ein kleiner Verlust an Stimmen in Sachsen, das ist kein Erfolg. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass einfach mal mehr als die Hälfte der CDU-WählerInnen diese nur gewählt haben, damit die AfD nicht zu viel Einfluss bekommt und nicht, weil sie das Ampel-Bashing oder den Rechtspopulismus so gut finden. Das wird innerhalb der CDU aber gar nicht reflektiert und stattdessen fährt Merz weiter seinen rechtskonservativen und populistischen Kurs was Fatales, denn das stärkt die AfD wahrscheinlich einfach nur noch weiter. Studien suggerieren, dass man mit einem guten konservativen Mittelkurs wahrscheinlich sogar beliebter wäre. Vielleicht sagt das ja mal jemand Merz. Zweitens, Ossi-Bashing ist kontraproduktiv. Ich hatte das Gefühl, die Reaktion von vielen waren Ossi-Witze, baut die Mauer wieder auf und so weiter. Und während der Frust schon verständlich ist, verletzt ihr damit die vielen Menschen in Ostdeutschland, die nicht nur gegen rechts gewählt haben, sondern sich auch alltäglich dagegen einsetzen und die Konsequenzen einer starken AfD im Alltag hautnah erleben müssen. Man muss im Osten mehr erklären als im Westen, hat Merz nach den Wahlen gesagt. Und auch das ist eine Form des Otherings, also der Abgrenzung von oben herab, was nicht nur nicht konstruktiv, sondern sogar eher schädlich ist. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine ostdeutsche Bürgerin, die jetzt bei den Wahlen gegen rechts gewählt hat und jetzt Angst hat vor der AfD, dann würde ich mir bei so einer Aussage ganz schön verarscht vorkommen. Vor allen Dingen, weil Faschismus ja kein ostdeutsches Problem ist. Es ist ein strukturelles Problem, was ganz Deutschland betrifft. Drittens, was ist eigentlich mit der FDP los? Die FDP hat einen wirklich beispiellosen Absturz bei den Wahlen hinter sich. Sie ist nicht nur aus den Landtagen geflogen, sondern sie hat teilweise sogar einen Wipeout von 80% der WählerInnen erlebt. Nicht nur rangiert die Partei mittlerweile unter sonstige Parteien in Sachsen, sie qualifiziert sich dort noch nicht einmal für die Parteienfinanzierung. Kein Vergleich zu den Verlusten der Grünen und der relativ stabilen Lage der SPD. Vielleicht ist es auch gar kein Wunder, denn viele WählerInnen sehen die FDP in der Hauptverantwortung, wenn es um das Ampelchaos geht. Die FDP inszeniert sich ja auch ganz gerne als Opposition innerhalb der Regierung und viele Medien gehen darauf ein und tun dann so, als wären mit der Abstrafung der Ampel nur die Grünen und die SPD gemeint. Wir sehen, die Zahlen zeigen was anderes. Jetzt könnte man ja aus diesem Desaster lernen und zum Beispiel einen neuen Kurs fahren. Zum Beispiel mehr Versöhnung statt Streit in der Ampel. Darauf deutet gerade aber mal so gar nichts hin und auch medial wird das Ganze so gut wie gar nicht thematisiert. Viertens, wo bleibt die Diskussion über ein AfD-Parteiverbot? Ein Parteiverbotsverfahren ist ein Werkzeug des Grundgesetzes zum Schutze unserer Demokratie. Es hat einen Grund, warum wir solche Werkzeuge haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Petition, in der über 800.000 Menschen sich für eine Prüfung des Parteiverbotsverfahrens ausgesprochen haben. Die haben wir ja auch bereits an die Bundesratspräsidentin übergeben. Die AfD in Sachsen und in Thüringen ist gesichert rechtsextrem und ExpertInnen gehen davon aus, dass die Partei bundesweit, aber auch insbesondere in diesen beiden Bundesländern die Voraussetzungen für ein Parteiverbot erfüllen könnte. Und man muss ja nicht sofort Feuer und Flamme sein für diese Idee, aber warum diskutieren wir denn nicht einfach einmal drüber? Insbesondere nach diesen Wahlen, wollen wir denn wirklich warten, bis es zu spät ist, bis eine AfD-Regierung die Behörden gleichschaltet? Ich denke nicht. Fünftens, es wird zu wenig über konstruktive Lösungsansätze und Visionen gesprochen. Warum sprechen Medien und die Parteien über die Lieblingsthemen der AfD die ganze Zeit, aber nicht über die realen Probleme, die die meisten Menschen in ihrem Alltag betreffen? Ja, 30% der WählerInnen im Osten wählen Faschisten, aber die Mehrheit, und das sind immer noch 70%, die möchte wahrscheinlich nicht die ganze Zeit die teils aufgebauschten Probleme der AfD aufdiktiert bekommen. Nur mal so am Rande, man kann ohnehin keine Migrationspolitik machen, die verfassungskonform ist und den Faschisten gefällt. Das ist nicht möglich. Aber wie wäre es denn stattdessen, wenn wir mal über eine ordentliche Sozialpolitik sprechen würden? Denn, dass Menschen Angst vor Armut und sozialem Abstieg haben, das ist ja absolut valide. Aber kann jemand auf einmal seine Miete bezahlen, weil wir nach Afghanistan abschieben? Und verdienst du auf einmal mehr Gehalt, weil wir den Schutzsuchenden ihre Leistungen kürzen? Ich glaube nicht.
Und jetzt wird's spannend. Eine Studie zeigt, dass finanzielle Hilfsprogramme die politischen Einstellungen der BürgerInnen maßgeblich beeinflussen können. Das bedeutet, gute Sozialpolitik schwächt Rechtspopulisten. Wenn die Menschen das Gefühl haben, es gibt hier eine Fairness, sie werden unterstützt, dann stärkt es das Vertrauen in den Staat und schwächt rechts ausgerichtete Parteien. Bedeutet im Umkehrschluss, insbesondere wirtschaftlich schwächere Regionen wie der Osten, die brauchen starke Visionen und konstruktive Lösungsansätze für eine lebenswertere Zukunft. Also lasst uns gemeinsam genau darüber sprechen. Wenn die breite Masse der Medien gerade schon nicht über diese Punkte spricht, dann müssen wir das halt tun, sonst kommen wir nie aus diesem Teufelskreis raus. Und ich würde sagen, besser spät als nie.